Hallo und herzlich willkommen. Es steht mal wieder an, ein neues Rennwochenende. Wir sind unterwegs zum Schwarzen Meer oder ans Schwarze Meer nach Russland. Jawohl. Wir haben die Saison ja fast geschafft. Noch dieses Wochenende und nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende großes Rennfinale und Seasonfinale. Und dann wird das Let's Play wahrscheinlich erstmal eine kleine Pause einlegen. Mal schauen, wie es sich so ergibt. So, zunächst einmal gucken wir uns mal die Nachrichten heute an. Wir machen wie gewohnt erstmal heute die Managementfolge, morgen das Training und übermorgen dann das Rennen. So, wir sind durcheinander heute. Dim, 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 dim. Interview. Ach, jetzt habe ich ablehnen geklickt. Ups. Na gut, aber das Interview hat mal abgelehnt. Auch nicht schlecht. Report der Boxenmannschaft. Alles lief fehlerfrei. Alle sind glücklich und Schober lässt sich feiern, wo es geht. Gucken wir schnell nochmal in die Boxenmannschaft rein. Das ist ein bisschen unser Sorgenkind. Irgendwie erholen die sich auch nicht so richtig mehr. Ich weiß auch gar nicht warum. Also, warum erholen die sich nicht ordentlich? Wir halten das mal im Blick. 28, 61. Ja, das ist. So, hier wird eh noch repariert. Das heißt, wir reparieren jetzt erstmal. Da sind die Reparaturen auch schon abgeschlossen. Darüber kriegen wir auch eine Nachricht. Hervorragend. Wir haben letztes Mal keine neuen Teile mehr gebaut. Und ich würde fast denken, dass wenn wir dieses Mal mit 2, oder mit 3 Millionen einfach nochmal anders machen. Ja. Wir können dann nochmal was drehen und schieben und wenden. Wir bleiben ja wahrscheinlich in der gleichen Saison, schön im Mittelfeld. Also wir steigen nicht ab, wir steigen nicht auf. Und wir könnten doch zum Beispiel hier nochmal so eine Aufhängung für irgendwen bauen. Oder noch besser hier so ein Getriebe. Getriebe oder Motor? Ja, Getriebe oder Motor würden wir mal bauen. Getriebe oder Motor. Dann fangen wir mit dem Getriebe an. Da gehen wir einmal Risikolevel plus 1. Ja, das ist ja nicht schlimm. Bam, bam, bam. Bauzeit plus 2 Tage. Beschleunigung 25. Zuverlässigkeit 5%. Ne, das brauchen wir nicht. Minus 20%. 40. Moment mal eben. Was war das jetzt? 299. Und wenn wir jetzt hier gucken, kommen wir auf 294. Ich habe die 5 Punkte machen da den Kohl nicht fett, oder? Ich glaube, die machen den Kohl hier nicht mehr fett. Insofern, ja, wir gehen doch hier für sie. So, das heißt, wir bauen das Teil einmal, bestätigen wir und haben mal wieder 1 Million ausgegeben. Hervorragend. Das neue Teil wird entwickelt. Das heißt, wir können jetzt erstmal weitermachen. Oh, warte mal, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt ein Getriebe in Auftrag gegeben, ne? Beim Getriebe sind wir eigentlich auf Platz 6. Na, wir schauen mal. Abstimmung, Bonuszahlung. Ah ja. Das müssen wir auch noch machen. Und zwar geht es um eine Bonuszahlung. Das Team auf dem 10. Platz dieser Meisterschaft erhält am Ende jedes Rennens eine Zahlung von 250.000, um anderen Teams mithalten zu können. Diese Regeländerung ist vorteilhaft auf niedrigen Plätzen. Da sind wir nicht dabei. Nachteilig. Deswegen stimmen wir mal mit einer Stimme dagegen. So, machen wir das mal so. Ach, wir könnten eigentlich auch mit zwei dagegen stimmen. Warum auch nicht? Dann gucken wir mal, wie das so läuft. So, wir stimmen mit zwei Stimmen dagegen. Wir haben gespart. Aha, drei Stimmen zu einer Stimme. Eine Stimme enthält sich. Ja, zwei Stimmen dafür. Wir sind immer noch dagegen. 4 zu 2. Ja, 4 zu 3. Es wird spannend. Oh, 4 zu 4. Jetzt kommt es darauf an. 4 zu 5. Oh no. 4 zu 6. Naja, klar, dass die kleineren Teams dagegen stimmen. Es haben irgendwie aber nicht alle abgestimmt. Ne? Ein bisschen seltsam. Na gut. Also es gibt Bonuszahlungen für die Letzten. Die Letzten werden die Ersten sein und so weiter. So ist das halt. Da kriegen die einfach nochmal extra Kohle. Da haben wir eine Nachricht bekommen. Hong hat Geburtstag. Hong hat Geburtstag. Sollen wir ein Geschenk besorgen? Er ist wohl sehr empfindlich in dieser Sache. Was meinen Sie? Ach komm hier. Warte mal, Hong hat doch bestimmt Fahrer. Gucken wir uns mal kurz seine Moral an. Wo ist denn seine Moral? Seine Moral ist schon sehr hoch. Wir könnten die 100.000 sparen, aber ich will mal sagen, komm, machen wir mal. So. Sind ja nur 95.000, wir haben die Karte gespart. Dilemma gelöst. Alles klar.
Ach, das ist schön. Ich finde, das war jetzt nicht so wirklich ein Dilemma. Wenn man kein Geld hat, dann ist es vielleicht ein Dilemma. Das mag sein, aber in meinem Fall Kohle ohne Ende. So, fünfter Platz. Ziel ist siebter Platz gewesen. Das ist gar nicht so schlecht. Nächstes Rennen, Regenwahrscheinlichkeit 40%. Wir haben in Mailand letztes Wochenende gute Erfahrungen damit gemacht. 26 Runden ist schon eine Ansage. Boxenmannschaft. Die anderen Teams sind unserer Boxenzeit weit voraus. Ja, aber was soll ich hier sagen? Also, das wird hier nicht besser. Es wird hier nicht besser und keine Ahnung, Option zum automatischen Verwalten. Wer soll denn hier die Boxenstopps? Ja, machen wir das mal hier. Wird automatisch verwaltet. Vielleicht haben wir damit irgendwie ein bisschen mehr Glück oder so, wenn wir das so machen. Wir probieren das mal aus. Hong Liao und Enrique Lara trennen sich. Oh Gott. Es schien so gut für Liao und Lara zu laufen, aber nun haben sie sich beide getrennt. Mit mir und Enrique Lara ist es vorbei, hieß es in einem Post auf der Seite von Liao. Wir waren uns einig, dass es so besser ist, das Leben geht weiter. Einige hielten es für verrückt, mit einem Teamkollegen etwas anzufangen, enthüllte Lara in einem Interview. Tja, was soll ich sagen? Sie hatten wohl recht. Ich hoffe nur, dass ich meine Plattensammlung von Enrique zurückbekomme. Von Teamkollegen getrennt. Das war wohl das Dümmste, was ich je gemacht habe. Aber das, ja, was soll man da sagen? Ich wusste gar nicht, dass sie zusammen sind. Das ist wahrscheinlich unser Problem gewesen die ganze Zeit über. Hat sie auch irgendeinen Perk jetzt hier? Nö, sie lässt das kalt. Das ist interessant. Und er hat irgendein Problem damit. Das ist ja echt sehr interessant. Ich wusste nicht, dass sie zusammen sind. Erstmal gucken, was sein Perk hier ist. Von Teamkollegen getrennt. Hier steht nicht, was passiert. Ne? Es ist einfach nur verbleibende Zeit, 20 Wochen. Naja, ein halbes Jahr muss man schon auch trauern. Das stimmt schon auch. Das stimmt schon auch. Wie lustig. Ach Gott, nee. Ich mag das, das ist so. Ich finde, es geht schon auch locker hier irgendwie zusammen zur Sache. Bau vom Getrieb ist abgeschlossen. Hervorragend. Dann gucken wir doch mal, dass wir das Teil noch verbessern. So, zack, zack. Wollen wir mal auf ganzes Risiko gehen und es irgendwie. Aber müssen wir vielleicht irgendwie sogar noch einsetzen? Nee, oder? Na, vielleicht ein bisschen gemein, oder? Ich weiß es nicht. Es juckt so ein bisschen schon im Finger hier. Guck mal. Beide kriegen so ein heißes Teil, aber es muss ja sowieso noch repariert werden. Also von daher. Okay, machen wir mal einfach weiter. Reise nach Schwarzes Meer. Eieiei, die Managementfolgen werden ja immer kürzer. Was ist denn da los? Ich muss jetzt irgendwie auf 10 Minuten kommen, weil sonst ist das irgendwie blöd. Sonst kann ich ja keine Werbung schalten. Ach, stimmt, ich kann eh keine Werbung schalten. Geht Kenny am Ende der Saison in Rente? Ja, ist alles irgendwie nicht so schön. Wir können nochmal auf die Boxenmannschaft gucken. Vielleicht hätte ich das viel früher machen müssen. Ne? Vielleicht hätten wir das viel früher machen müssen. Teilinstallation, er ist immer noch wütend. Pass mal auf, dann bauen wir ihm einfach noch ein Teil ein. Ist ja auch nicht so schlimm. Guck mal, dann kriegst du das hier. Komm, voll Risiko, warum auch nicht? Er kriegt einfach mal den Megakram. Da ist er jetzt nicht glücklich drüber. So, er ist zufrieden. What the heck? So, geschätzte Position 15. Und sie ist so geschätzte Position 8. Die Teile sehen ganz okay aus. Veranschlagte Moraländerungen. Gut, dass mein Fahrzeug eine bessere Leistung hat als das von Enrique Lara. Ha. Okay. Okay, jetzt ist er zufrieden. Ich weiß es auch nicht. Also, naja, wir lassen es mal so. Liao fährt mal mit den fiesen Teilen und mal gucken, was dann passiert. Vielleicht kriegen wir da ein paar Punktabzüge. Aber hey. Man muss auch mal was ausprobieren. Ne? Man muss auch mal was ausprobieren. Okay. Ja, sonst macht das ja alles keinen Spaß hier. So, wir gucken uns noch das Wetterchen an, damit wir sehen, was wir machen müssen. Und dann schalten wir auch schon quasi ja, in den nächsten Tag. Dann seht ihr morgen das Training. Das ist ja mal. Guck mal jetzt hier. Ja, gerade war da Regenwolke, jetzt ist hier sonnig angesagt. Also man kann der Vorhersage hier vorne überhaupt nicht trauen.
Das ist super Quatsch. Also wirklich. Fahrerauswahl, bitteschön. Dass ihr euch ja irgendwie versteht. Ich sag's echt im Guten. Ne? Okay. Ihr könnt auch einfach mal so rausfahren, oder? Ich meine, ihr müsst jetzt auch nicht großartig was machen. Eigentlich könntet ihr das ja alles so mal versuchen, ohne mein Zutun. Ja, machen wir es mal so. Reifenwahl, Medium. Ja, wir machen das gleiche, die gleiche Strategie wie zuletzt. Hier können wir definitiv direkt was ändern. So, Reifenwahl, alles klar. Gut, dann sehen wir uns morgen im Training. Macht's gut.